Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es mal eine Materialvorstellung. Ich fahre für das Team Radnet Rose, deswegen gibt es heute mal eine Rose-Radvorstellung. Und ich würde sagen, wir fangen einfach direkt an. Als Rad fahren wir das Rose X-Lite Disc, würde ich es mal benennen. Ich habe einen 55er Rahmen, das ist die Größe M. Fangen wir mal mit dem Sattel. Da habe ich einen Sally-Tire-Sattel drauf gebaut. Sally-Tire SLR. Als Sattelstütze haben wir eine Ritchie. Vom Sattel kommen wir zum Lenker. Dort fahre ich einen Ritchie WCS Alu-Lenker. Der Lenker ist 40 cm breit. Als Vorbau haben wir uns selber einen 3T-Vorbau drauf gebaut. Ich bekomme noch später in der Saison hoffentlich einen Ritchie. Dort fahre ich minus 17 Grad und 130 mm. Als Tacho habe ich einen Garmin Edge 520 mit der Key Edge Halterung, wo man auch eine GoPro für Onboard-Aufnahmen ranbauen kann. Unsere Bremsen sind von Shimano Ultegra hydraulisch. Wie am Anfang gesagt, fahren wir halt Scheibenbremsen, die auch, wie man sich ahnen kann, von Shimano sind. Die Bremsscheiben sind 160 mm. Fahren ganz klassisch natürlich auch Steckachse, wie jedes andere Fahrrad auch. Als Schaltung fahren wir eine Shimano Ultegra DI2. Da kommen wir zur Kurbel, da habe ich eine THM Clavicula M3, die ist von SRM. Die ist 175 mm lang. Pedalen fahren wir auch Shimano, wie man sich's hätte fast denken können. Kettenblätter habe ich mir jetzt eigene draufgebaut von Stronglite. Vorne habe ich 53 Zähne und auf dem kleinen Blatt habe ich 39 Zähne. Hinten fahre ich 11,28. Damit sollte ich bei jedem Streckenteil gut drüber kommen. Alles perfekt fahren können. Flaschenhalter sind noch von Syncross, kommen bald andere drauf. Das Gewicht des Rads ist 7,25 Kilogramm mit den Laufrädern. Als Laufräder fahren wir DT Swiss. Wir haben die von Felgenbremsen auf Scheibenbremsen umgebaut. Und die sind super schnell und super leicht. Und zum Schluss fahren wir noch als Reifen hier drauf die Vittoria Corsa SC 23 mm. Hier nochmal der gröbste Überblick. Ich habe ein Rose X-Lite 4 mit der Rahmengröße M. Wir fahren eine Shimano Ultegra DI Tour als Schaltung und wir fahren DT Swiss Laufräder. So, das war's vom Video. Das ist mein Rad für die Saison 2020. Oscar wird euch seines in nächster Zeit auch noch vorstellen. Wenn ihr noch Fragen zum Material habt, schreibt es einfach in die Kommentare und ich würde sagen, wir sehen uns und ich fahre jetzt los.